Okay. Mein Name ist René Meißner. Ich bin quasi seit 15 Jahren hinter den feindlichen Linien als Webanalyst tätig, berate Firmen wie Agenturnetzwerke, Publicis zum Beispiel oder Firmen wie VW, McDonald's und so weiter bei der Frage, welche Daten sollten erhoben werden, welche Daten können erhoben werden und welche Fragestellungen kann man damit beantworten. So, das heißt, hier sitzt jemand, der eigentlich immer die Gratwanderung macht zwischen sinnvoller Datenerhebung und sinnlosen Datensammeln. Meine Aussage gegenüber meinen Kunden ist grundsätzlich, Daten vermeiden. Aber es gibt genug Kunden, und darüber will ich heute sprechen, die dieses Prinzip nicht verstehen und so viel wie möglich Daten sammeln wollen. Vor 2 Monaten hat Spreeblick in einer seltenen Initiative der Offenheit dargestellt, welche Daten auf Spreeblick tatsächlich erhoben werden, dadurch, dass irgendwelche Plugins, irgendwelche Widgets von Twitter, Facebook und so weiter kommen. Und Johnny Häusler war absolut erstaunt darüber, dass so viele User-Kommentare dazu kamen, wie man denn sich schützen könnte vor diesem Datensammeln durch Tools wie Ghostory oder Ausschalten von Skripts und so weiter und so fort. Und war anfangs relativ angepisst, weil er meinte, er würde ja das Geld damit verdienen, mit diesen Daten. Und hat dann aber auch zugegeben, dass ihn diese Datensammelwut letztendlich ankotzt. Und er meinte, dass er jeden Tag darüber nachdenkt, weniger Daten zu sammeln, die Sachen auszuschalten und so weiter. Tatsächlich hat er insbesondere die Share-Buttons, die Diskussion ist ja groß rumgegangen, Facebook und so weiter, dann umgestellt auf ein Opt-in von einem klassischen Verfahren, wo im Prinzip alle Daten erstmal gesammelt werden. Und bei der Frage, welchen Wert haben die Daten überhaupt, kann man eine interessante Zahl feststellen. 0,3% des Bruttosozialprodukts in Deutschland werden 2011 alleine durch das Surfen erwirtschaftet. Das sind rund 6 Milliarden Euro. Die Branche zerteilt sich in 3 Gruppen. Das eine sind die ganz normalen klassischen Werbungen, Banner und so weiter. Das sind etwa 65%. Dann 2 Milliarden Euro Suchmaschinen und in einem nahezu Graubereich dann schon mit 300 Millionen etwa Affiliate-Netzwerke und so weiter. Damit ist im Prinzip, wenn man jetzt die IVW-Zahlen und alle verfügbaren Quellen zusammensammelt, kommt man auf einen Wert von rund 2 Cent pro Seitenaufruf, den der Publisher verdient oder irgendwer dadurch generiert, dass eine Seite angesehen wird, dass da Werbung drauf ist, dass Leute da klicken und so weiter und so fort. Und bei der Bild-Zeitung zum Beispiel macht das am Ende etwa 10% der gesamten Axel Springer Einnahmen, also etwa 40 Millionen Euro, die sie pro Jahr allein damit verdienen. Axel Springer zum Beispiel hat ja noch weitere Dienste wie Zenox, eines der größten Affiliate-Netzwerke, und Spiegel Online hat mit 140 Millionen Visits, also einzelnen Besuchen, auch eines der größten Angebote. Letztendlich surft jeder User, wenn man die Zahlen von ARD und ZDF nimmt, surft jeder User damit am Tag ca. 40 Cent. Er braucht dafür laut ARD und ZDF etwas über 2 Stunden, hat also im Prinzip einen Stundensatz von 18 Cent, was jetzt nicht wirklich viel ist. Tatsächlich ist es aber so, dass insbesondere bei Special Interest, also zum Beispiel Vogel Verlag, der viel mit Maschinenbau und so weiter, also alle möglichen Maschinenbausachen hat, dass dort für ein einzelnes Userprofil, für ein qualifiziertes Userprofil bis zu 15 Euro bezahlt werden. Das heißt, in dem Augenblick, wo der User Zugang zu bestimmten zusätzlichen Informationen, White Paper und so weiter kriegt, bekommt der Anbieter dieses White Papers die Kontaktdaten inklusive E-Mail-Adresse und so weiter und so fort von dem Verlag und bezahlt dafür 15 Euro an den Verlag. Letztendlich ist die Frage,
welche Daten sind denn überhaupt wertvoll? Und dazu will ich eigentlich erstmal von der technischen Seite wegkommen und von der monetären Seite wegkommen und möchte einen Blick ermöglichen aus Sicht der Werbekunden, aus Sicht der Online-Kunden und so weiter. Was bedeutet denn eigentlich, was sind wertvolle Daten? Prinzipiell ist es so, je umsatzstärker ein Einzelprodukt ist, desto wertvoller sind die Daten. Also man kann sich das vorstellen, ein Schokoriegel, Werbung für einen Schokoriegel ist eigentlich nur eine sogenannte Kontaktwerbung. Das heißt, der User soll sich den Namen Mars merken und damit war es das. Während zum Beispiel ein Auto oder andere hochwertige Güter natürlich extrem hohen Einzelwert haben. Und als Pi mal Daumen kann man eigentlich sagen, überall da, wo in der realen Welt auch Vertriebler sitzen, haben wir es mit einem hohen Wert der Daten zu tun. Das heißt, da, wo es sich für eine Firma lohnt, einen Vertriebler zu bezahlen und so weiter, haben wir es mit einem hohen Wert zu tun. Ich sehe leider meine Kommentare hier drauf nur zur Hälfte und ich hatte ellenlange Kommentare, um meine Charts nicht so voll zu kriegen, muss es jetzt aus dem Kopf machen. Je höher der Wert ist eines Produktes, desto höher ist auch tatsächlich der Wert der Daten, die fließen. Das heißt, Automobilfirmen versuchen grundsätzlich komplette Profile zu bekommen. Ob das jetzt legal ist oder nicht, das interessiert sie an erster Stelle erstmal nicht. Sie versuchen die Daten zu bekommen. Dann ist die Frage, mit was für einem Produkt haben wir es zu tun? Haben wir es mit einem Einmalkauf zu tun oder haben wir es mit einem Abo zu tun? Das heißt also, alles, was Verträge nach sich zieht, die eine Laufzeit haben, wie Versicherungen, Telekom und so weiter und so fort, da sind natürlich nochmal höhere Dateninteressen da. Das heißt, es geht da explizit um Profile und es geht natürlich auch darum, um Scoring, also ist das ein Kunde, der prinzipiell eigentlich in unser Profil passt, also für uns wertvoll ist. So, also je umsatzstärker ein Einzelprodukt ist, desto wertvoller sind die Nutzerdaten und auf der anderen Seite, je mehr Interaktionen ein User gemacht hat, desto wertvoller sind auch dessen Daten. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich den User dazu bringe, mir zum Beispiel einen Newsletter anzumelden oder ihn dazu bringe, irgendwie etwas mehr zu tun, also zum Beispiel ein Game oder ähnliches, desto wertvoller werden die Nutzerdaten, weil ich damit sozusagen in Anführungsstrichen Loyalität nachweisen kann. Das heißt, ich kann meinem Marketingchef sagen, wir haben hier so und so viele User, die so und so viel Zeit verbracht haben und die haben so und so oft mit deiner Marke in Anführungsstrichen interagiert. Natürlich, dadurch, dass der User interagiert, entstehen auch bessere Profile. Das heißt also, es ist eigentlich deutlicher abzusehen, welche Präferenzen hat er, welche Sozialbildung, also sozialen Stand und so weiter und so fort. Dabei wird immer unterschieden, also die Begriffe, ich führe sie jetzt mal ein, es gibt prinzipiell eigentlich nur drei Begriffe in der ganzen Wirtschaft, die kommen aus dem klassischen Marketing. Das ist einmal der Kontakt, dann die Conversion und die Lead-Generierung. Lead-Generierung heißt halt, ich kenne den User inklusive seiner Kontaktdaten. Aber je wertvoller die Nutzerdaten sind, desto mehr bewege ich mich in einem Graubereich. Das heißt, ich habe es am Ende, eigentlich habe ich in meiner Datenbank grundsätzlich bei allen großen Tools, selbst wenn ich einen Privacy-Siegel habe von einer Institution, habe ich am Ende ein sehr scharfes Profil eines Users. Und selbst wenn ich, wie jetzt zum Beispiel IP-Adressen, anonymisiere, kann ich mit externen Daten diese Daten immer wieder aufwerten. Graubereich deswegen, weil zum Beispiel, also jeder kennt die Weiterleitungen, die er irgendwoher, also er klickt auf irgendeinen Link, das ist seltsamerweise ein Affiliate-Link, weil das nicht markiert war, klickt da drauf und dann macht der Browser erstmal Ratter, 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 lädt fünfmal irgendwelche URLs. Und in dem Augenblick, wo das passiert, habe ich in der Mehrheit der Fälle schon fünf Cookies sitzen von verschiedenen Affiliate-Anbietern.
die sich dann hinterher mit dem Anbieter des Shops, Zalando, sonst irgendwas darüber streiten, wer jetzt eigentlich dazu geführt hat, dass am Ende was gekauft wurde. Dieser Graubereich, den will ich eigentlich ein bisschen weiter ausführen, weil ich nach meinem eigenen Empfinden und vor allen Dingen nach meiner Kenntnis glaube, dass sich alle Anbieter, die sich in dem Markt tummeln, nicht nur im Affiliate, sondern auch im sogenannten Targeting und Retargeting, eigentlich außerhalb der deutschen Gesetze agieren. Wie sie das machen, das erkläre ich gleich. So, die Frage ist also, wie bezahlt der Nutzer effektiv wie bezahlt der Nutzer seine Daten? Ich muss jetzt technisch, glaube ich, nicht allzu weit reingehen, was irgendwie irgendwelche Cookies und so weiter angeht. Die Historie ist relativ klar. Erst waren die Webbugs, dann die Cookies, Flash-Cookies, also Shared Objects und so weiter und so fort. Und tatsächlich ist es so, dass insbesondere dann, wenn man eine eigene Abteilung für Data Mining, für Data Warehouse im Haus eines Anbieters oder einer Firma vorfindet, wird man früher oder später als Webanalyst gefragt, ob man denn auch mit Shared Objects arbeiten darf und ob man das kann. Ich selber lehne das grundsätzlich ab. Ich verwende grundsätzlich, wenn überhaupt, nur Cookies. In den meisten Fällen werden sowieso nur Page Impressions und so weiter geladen oder abgefragt und dann sind auch Cookies natürlich vollkommen unsinnig. Aber das Problem gestern war eigentlich, dass die Publisher werden bezahlt nach den Views und sind deswegen eigentlich interessiert, logischerweise, darin, dass möglichst viele User da sind, die möglichst oft ihre Cookies löschen. So, weil sie damit im Prinzip mehr Unique Visitors haben und das ist eigentlich die Währung, über die sie in den meisten Fällen bezahlt werden. Also ob das jetzt 10 Cent sind oder 3 Cent, ist vollkommen egal. Wenn wir möglichst viele Leute haben, die im Monat oder möglichst täglich ihre Cookies löschen, dann habe ich plötzlich mehr Unique Visitors, als ich Einwohner in Deutschland habe. Wenn man sich die IVW-Zahlen anguckt, dann müsste hier jeder im Raum Bild-Zeitung lesen, was wahrscheinlich nicht alle tun. Heute sieht die Zeit ein bisschen anders aus. Heute ist dieses Problem mit dem Cookie-Löschen eigentlich tatsächlich ein Hemmschuh, weil die Anbieter inzwischen darüber verdienen, dass sie tatsächlich Targeting machen. Das heißt, Targeting und Retargeting ist die Cash-Cow für alle Anbieter, für Firmen wie Nuggets und damit DHL und so weiter. Das heißt, die Publisher, denen ist es nach wie vor wichtig, dass sie möglichst viele Unique Visitors haben, aber in Zukunft, und also heute und in Zukunft, werden die Anbieter, also die Targeter und so weiter, werden einfach nur noch gucken, dass sie möglichst genau rauskriegen, wer ist es da, weil nur dann funktioniert es. Bei dem Thema spielt im Prinzip auch noch das Thema Fingerprinting eine Rolle. Ich selber habe noch nicht erlebt in Deutschland, dass irgendwer Fingerprints verwendet. Das heißt also, anhand der installierten Fonts, Plugins und so weiter und so fort, versucht rauszukriegen, ob das der gleiche User ist, der vor 14 Tagen schon mal da war. Banken brauchen das. Da ist es tatsächlich auch aus Sicherheitsgründen teilweise sinnvoll. Ich möchte mal kurz die Techniken vorstellen, mit denen wir es heute und viel stärker noch in Zukunft zu tun haben werden. Die Cookie-Weiche wird heute massiv schon eingesetzt und dient im Prinzip dazu, selektives Cookie-Löschen zu verhindern oder aufzufangen letztendlich. Das heißt, ich bin mit meinem Browser auf irgendwelchen Seiten, da war ich vorher noch nie, habe aber da einen Tag drin von einem Anbieter, der meinen Browser erkennt, also meinen Cookie erkennt und
diese ID inklusive Profildaten an den Publisher oder an die Site weitergibt und dafür das nächste Mal, wenn ich auf irgendeiner anderen Seite bin und jetzt gesetzt den Fall, das war irgendein Schuhshop und da ist Werbung von diesem Schuhshop, dann bekomme ich quasi wieder eine neue ID, aber im Hintergrund werden die abgeglichen. Das heißt also, an der Stelle wird schon sozusagen das ausgetauscht und damit habe ich im Prinzip, also erstens natürlich selektives Cookie-Löschen behoben. Die Profile können dadurch zum Beispiel deviceübergreifend ermittelt werden. Das heißt, eine der großen Schwierigkeiten momentan ist ja tatsächlich, dass die Leute mit mehr als einem Gerät unterwegs sind. Sie sind auf der Arbeit am Rechner, sie sind auf ihrem Heim-PC, auf dem Laptop, auf dem Tablet, auf dem Mobile-Device und nächsten Monat noch auf dem Apple TV unterwegs. Und die Frage ist, wie kriege ich diese Profile zusammen? Das wichtigste Werkzeug dafür ist heute der Newsletter. Die Tatsache, dass alle Leute Newsletter haben, liegt ja nicht daran, dass sie so spannende Inhalte haben. Kein Mensch liest Newsletter, das stimmt nicht ganz, aber etliche Leute, also die meisten Leute lesen keine Newsletter, sie löschen sie sofort, verwenden aber trotzdem Mailprogramme, die eine Preview machen. So, und in dem Augenblick, wo die Preview gemacht ist, kenne ich quasi die Device-ID. Also ich weiß, da ist ein User mit einem von drei Geräten jetzt online geworden. Wenn ich den User noch dazu kriege, zu klicken über irgendeinen Voucher oder über irgendein Glücksspiel oder sonst irgendwas, dann habe ich sogar die Verbindung in den Browser und habe im Prinzip dann an der Stelle wirklich ein device-übergreifendes Profil. Das heißt also, der Unique Visitor ist tatsächlich plötzlich ein echter Unique Visitor, device-übergreifend. Beispielsweise, also DC Storm zum Beispiel verwendet, setzt es ein und ist relativ erfolgreich damit. Das nächste Thema, was heute schon da ist und in Zukunft noch viel stärker kommen wird, ist das Thema App-Tracking. Bei Apps ist es ähnlich wie mit Newslettern. Also die Tatsache, dass die ganzen Publisher und alle möglichen Firmen heute Apps bauen, ist zu einem großen Teil auch der Tatsache geschuldet, dass sie über Apps ein auch wieder deviceübergreifendes Profiling machen können. Das heißt also, ich habe in einer App normalerweise sowas wie Omniture, es gibt tausende Anbieter momentan von App-Tracking-Services. In der App habe ich erstens eine eindeutige ID, eine Device-ID, das heißt, ich kann davon ausgehen, dass dieses Programm nicht auf einem anderen Gerät läuft, was ein sehr großer Vorteil ist meistens. Zweitens habe ich in vielen Apps habe ich einen OAuth-Service oder irgendeinen Authentifizierungsservice und kann sozusagen das mit meinem Webserver abgleichen, weiß also, wer da ist, habe da wieder die Verbindung gemacht und habe in den meisten Apps sogar noch irgendein Webview. Das heißt, ich kann an der Stelle auch nochmal die Sachen verknüpfen, je nach Devices, also bei iOS nicht, aber bei Android, greifen die zum Teil auf die gleichen Daten zu, auf die gleichen Shared Objects. Ich kriege dann über URL-Parameter, also in dem Augenblick, wo ich jetzt ein URI-Schema habe für irgendein Programm, also ich kriege ein Newsletter, da steht drin irgendwie, klick doch hier, wenn du die App schon drauf hast, ansonsten installiere sie. Da sind URI-Parameter drin und damit bekomme ich sozusagen einen Hin- und Zurück-Kanal. Das heißt, ich kriege den User aus der Webseite in den App Store und kriege ihn über den App Store, über die App, kriege ich ihn wieder zurück in das Web. Das nächste klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, das ist, sind die Netzwerkprovider. Ich war relativ überrascht vor einer Weile zu sehen, dass dieses Mobile-Enabling-Business so stark ist. Mich hat das immer gewundert, warum kommt dann Hertha BSC oder Bild.de oder N24 oder sowas auf die Idee, zu sagen, wir
wollen einen Stick haben, wir wollen einen Mobilfunk, ein eigenes Mobilfunkanbietersystem haben und so weiter. Aus meiner Sicht hat das für die eigentlich gar keinen Sinn gemacht, weil das ist ja nicht ihr Kerngeschäft. Also für einen Publisher ist es nicht sinnvoll, jetzt Mobilfunkprovider zu werden. So lange, bis man sich dann überlegt, dass ja möglicherweise da zusätzliche Daten fließen, die für die Werbetreibenden auf Bild.de zum Beispiel extrem spannend sind. Also man kann dann, also bei Bildmobil ist zum Beispiel Vodafone der originale Betreiber, und ich kann dann den Link zwischen dem Telekom-Vertrag, also dem einzigen momentan sauber funktionierenden Abrechnungssystem für die monatliche Abrechnung, hin zu dem Ad-Service machen oder zu dem Publisher machen. Das heißt also, ich kriege die Leute darüber relativ schnell, ohne die Hürde dieser, wie bezahle ich jetzt, bekomme ich die Leute relativ schnell rein. Wichtige Firmen da sind zum Beispiel so ein NetBiscuits, die früher mal ausschließlich Proxys gemacht haben, um aus Bild.de dann tatsächlich auch ein mobil anzuschauendes Angebot zu machen. Und wenn man dann mal guckt, was die übermitteln, also was sozusagen auf dem NetBiscuits-Server ankommt, wird man plötzlich feststellen, dass da bei den Bildmobil-Leuten unten die Telefonnummer drin steht. Also das ist ein Auszug aus dem Log, und da steht dann die Telefonnummer drin. Das bedeutet, dass ein Kunde, dass die Bild-Zeitung dann erstens die Telefonnummer hat natürlich, die haben sie aber sowieso, weil sie Bildmobil sind, aber es ist sogar so, dass Bildmobil so fahrlässig mit den Daten umgeht, dass sie die teilweise an dritte Firmen weitergeben. Das heißt, wenn man sich die Foren anguckt und nach Bobmobil sucht, im Prinzip ein Nachgänger, ein Wiederkehrer von Yamba letztendlich, wird man feststellen, dass wenn man mit einem solchen Tarif die Bild.de-Seite aufruft und da eine Bobmobil-Werbung oder eine andere Seite war es zum Beispiel, dass dann plötzlich nicht das Eingabefeld ist, geben Sie hier Ihre Handynummer ein, um sich das Superradar oder den Infrarotscanner runterzuladen, sondern da steht gleich, klicken Sie hier zum Runterladen, und in dem Augenblick haben die Leute einen Vertrag mit Bobmobil. So, das ist relativ häufig offensichtlich passiert. Wenn man sich jetzt zum Beispiel anguckt, 0.facebook.com, kann man aus einem normalen Mobilnetz nicht aufrufen. Warum? Das ist eine ganz normale mobile Seite. Das Einzige, was die macht, ist halt keine Bilder anzeigen. Das ist im Prinzip ein ganz simpler Client. Man kann sie nur aufrufen, wenn Facebook mit dem Mobilfunkbetreiber, den man hat, einen Deal hat. Wenn man weiß, dass Nummern übermittelt werden, kann man sich fragen, warum man diese Seite nur aus E-Plus zum Beispiel oder blau.de oder sowas aufrufen kann. So, das waren im Prinzip die Techniken, wie heute und in Zukunft Sachen erhoben werden. Nochmal kurz zusammengefasst, also Cookie-Weiche wird immer wichtiger. Sowas wie Shared Objects wird es in Zukunft vor allen Dingen vor dem Hintergrund der device-übergreifenden Sachen nicht geben, sondern wichtig sind Apps, sind Newsletter, sind auch Mobile Enabler und so weiter und so fort. Meine Erfahrung ist, dass die meiste Erhebung der Daten eigentlich fahrlässig ist. Das heißt, die Marketingchefs und die BWLer in den Etagen der großen Firmen sagen, lieber mehr Daten als weniger Daten, weil sie nicht wissen, welche Fragen in Zukunft kommen und welche sie sich möglicherweise nicht beantworten können ohne diese Daten. Das führt aber eigentlich dazu, dass Daten heutzutage viel zu billig sind, weil sie viel zu leicht zu erheben sind. Das heißt also, wir haben im Prinzip jeder Browser akzeptiert alle möglichen Cookies. In Amerika ist es so, dass zum Beispiel die Werbeindustrie sich total darüber aufregt.
dass bei Safari, bei dem Safari-Browser, per Default Third-Party-Cookies abgeschaltet sind. Das heißt also, die werden nur session-basiert gesetzt. Das heißt, sämtliche Tools wie Omniture und so weiter funktionieren nur eingeschränkt. Und auch die Werbeabrechnung ist natürlich dadurch erheblich eingeschränkt. Und die Industrie macht einen unglaublichen Druck auf Apple oder versucht es zumindest. Und ich frage mich auch ein bisschen, warum Apple das macht, aber sie sind da an der Stelle offensichtlich die Einzigen. Also wie gesagt, Daten sind zu billig, weil leicht zu erheben. Und wenn man sich dann anguckt, was die User machen können, um es zu verhindern, dann stellen wir fest, dass wir eine lange Historie vollkommener sinnloser Tools haben, sinnlose Verfahren. Also im Jahre 99 wurde P3P inventiert, innoviert und es war im Prinzip, also es kam von IBM und es war so eine Art XML-Tag, wo man beschreiben konnte, welche Daten werden denn erhoben, welche werden weitergegeben, zu welchem Zweck und so weiter und so fort. Der Explorer hat das damals eingesetzt, hat relativ gut und übersichtlich den User informiert. Es gab ein kleines Icon, wenn unten rechts sah man so ein rotes Auge irgendwie, da wusste man, okay, da gibt es ein P3P-Information und dann konnte man sich das angucken. Man konnte allerdings jetzt nicht aktiv was dagegen machen. Also man konnte nicht sagen, will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht. So, etwa aus der gleichen Zeit kommt die Initiative NAI und da ist im Prinzip das Who is Who der Werbewirtschaft in Amerika auf jeden Fall, aber auch darüber hinaus vertreten. Die haben sich das lustige Verfahren entdeckt, dass man erstmal ein Cookie setzen muss, damit man in Zukunft keine Cookies kriegt. Was für ein Opt-out-Verfahren natürlich totaler Schwachsinn ist. Das heißt, sie explizit richten sie sich oder spekulieren sie darauf, dass die User dumm sind und faul sind und überhaupt vergesslich sind. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich meine Cookies dann doch lösche, habe ich den natürlich auch wieder gelöscht und damit geht das Ganze wieder von vorne los. Ähnlich verhält es sich mit Do Not Track von Mozilla. Do Not Track ist im Prinzip relativ tief versteckt in den Einstellungen, also in den aktuellen Firefox-Versionen schon ein bisschen besser, aber ist versteckt und sendet einen kleinen HTTP-Header, DNT heißt der, und wenn der den Wert 1 hat, sollten die Anbieter Tracking, Advertising, Targeting, Retargeting, sollten die Daten nicht speichern. Die größte Tracking-Firma ist Google Analytics mit momentan, also in Amerika sind etwa 50% aller Sites mit Google Analytics, also nicht Sites, sondern aufgerufenen Seiten mit Google Analytics verteckt. Google Analytics gehört der Initiative an und unterstützt deswegen Do Not Track nicht. Auch Omniture zum Beispiel hält sich da sehr stark, also Adobe hält sich da sehr stark zurück und so weiter. Das Verfahren funktioniert im Prinzip gar nicht. Opt-out-Verfahren sind im Prinzip eigentlich Mechanismen, die eigentlich nur eine Rechtfertigung bieten sollen, dass die User ja etwas tun können und sollen eigentlich den User in Sicherheit wiegen. Das heißt, im Prinzip ist das einzig wirklich sinnvolle Verfahren tatsächlich Opt-in. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel anguckt, was eine Firma wie Nugget macht, also ich weiß nicht, ob die allen bekannt ist, Nugget sitzt hier in Berlin, ist von der Deutschen Post gekauft worden vor kurzem und im Prinzip ist die auf möglichst vielen Sites vertreten und erstellt ein ewig währendes Profil des Userverhaltens. So, Nugget hat tatsächlich vom Datenschutzbeauftragten ein Zertifikat bekommen, dass sie pfleglich mit den Daten umgehen. Das heißt, also es steht nicht drin, dass ich das bin, der da gerade ist, René Meißner, sondern es steht im Prinzip drin, was ich wann mal angeguckt habe. Das Interessante ist, dass wenn ich auf bild.de bin und da ist Nugget zum Beispiel, genauso wie Xenox, genauso wie Google Analytics,
und wie WebTrack. WebTrack ist ein Berliner Webanalyseanbieter, was relativ lustig ist, dass da auch Google Analytics ist, weil WebTrack eine hundertprozentige Axel Springer Tochter ist. Aber sie sind, wollen offensichtlich noch mehr Daten, als überhaupt möglich ist oder mit ihrem eigenen Tool möglich ist. Also wenn ich auf Bild bin und da ist Nugget, dann erhält Nugget die komplette Information, in welchem Kontext sich dieser Inhalt befindet, also welcher Inhalt es ist, worum es geht und so weiter und so fort. Schön schematisiert, aufbereitet, im Prinzip so ähnlich, weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, wie die Argov das macht, nach bestimmten Kriterien die Inhalte aufbereiten oder wie IVW das auch macht. Und diese Profilinformationen werden zu Nugget geliefert und werden dort mit meinem Profil versehen. Wenn ich nicht meinen Cookie lösche oder sonst irgendwas mit meinem Browser anstelle und ich möglicherweise auch noch die Bild-App habe, wo auch Werbung wieder drin ist, wird mein Profil da auch verknüpft und vor allen Dingen wird es auch verknüpft, wenn ich irgendwo anders bin, wenn ich bei irgendeinem anderen Kunden von Nugget bin. Andere Firmen sind zum Beispiel Wunderloop, Telekom, ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt, sind mir lange nicht begegnet. So, das heißt, in dem Augenblick, wo ich da drauf bin, kriegt die Bild möglicherweise irgendwie 70 Cent für 1000 Betrachtungen des Banners. Aber Nugget hat im Prinzip einen viel wichtigeren Wert bekommen. Das heißt, je länger Nugget oder andere Targeter mich beobachten können, weil ich quasi meinen Cookie nicht lösche, desto länger und also desto qualifizierter wird im Prinzip mein Profil werden. Das heißt, am Ende können die, also die Wunderloop zum Beispiel, also damals noch 7D, hat explizit gesagt, nach 3 Klicks wissen sie, wo ich beim nächsten Mal klicken werde. Das heißt, sie machen im Prinzip, sie sagen, ich kenne den User und kann im Prinzip einschätzen, was der jetzt demnächst macht. So, das heißt, Nugget bezahlt oder die Kunden von Nugget bezahlen ein Bild und diese Daten, die jetzt bei Nugget reingeflossen sind, die werden immer besser, werden immer qualifizierter und führen dazu, dass ich immer mehr, also dass Nugget eine immer höhere Treffsicherheit hat bei dem Vorschlag von Werbung. Ich will noch mal ganz kurz auf das Thema Targeting und Retargeting eingehen. Targeting und Retargeting müsste eigentlich relativ klar sein. Also es geht darum zu sagen, anhand des Profils, das ich von dem User habe, kann ich einschätzen, was den User interessiert. Also wenn ich permanent nur auf irgendwelchen Sportseiten bin, wird mir mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann Sky vorgeschlagen, sofern Sky überhaupt noch Fußballrechte hatte, keine Ahnung, aber wird mir sowas vorgeschlagen. Damit steigt einfach die Wahrscheinlichkeit des Klicks. Normalerweise sagt man so, aus 1% der Klicks werden durch vernünftiges Targeting 3% der Klicks. Bei Retargeting ist es so, das ist dieses typische Phänomen, einmal beim Schuhshop gewesen und dann kriegt man die nächsten 14 Tage nur noch Schuhe zu sehen. Beim Retargeting ist es so, dass man sagt, dass auch da wieder eine Verdreifachung normalerweise stattfindet. Das hängt aber sehr stark davon ab, wie das Targeting funktioniert. Also gibt so schöne Fälle, dass die Leute 14 Tage Schuhe angezeigt kriegen, nachdem sie Schuhe gekauft haben bei Zenox, bei Zalando oder so. Da funktioniert das Retargeting natürlich nicht. Es gibt aber noch einen weiteren Punkt und das ist das sogenannte Behavioral Targeting. Das heißt, der Content bei vielen Sites wird inzwischen der Content explizit auf der Basis des Profils verändert. Das heißt, und da sind eigentlich die größten Umsätze eigentlich in Zukunft zu erwarten. Also normalerweise, wenn ich jetzt so auf so einer typischen Seite bin, irgendwelche Programmlistings, sonst irgendwas, und ich habe da im Schnitt 50 Links. So, das heißt also, diese Links, die da sind, streiten sich noch mit meinem hibbeligen Finger, der das Fenster wieder schließen will. Und einer dieser 50 Links werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit klicken. Wenn ich Behavioral Targeting mache, dann kann ich den Inhalt so modifizieren, dass am Ende ich teilweise Klickraten von 30% auf irgendwelchen Google AdSense-Geschichten habe. Das heißt also, es werden immer weniger Links, es werden
immer viele Links führen dann, obwohl sie eigentlich unterschiedlich aussehen, zu den gleichen Sachen. Und wenn man so die Google-Verkäufer aus Hamburg zu Besuch hat, dann schwärmen die immer von bestimmten Sites, die irgendwie Klickraten von 30% auf Werbung haben. Und wenn man dann weiß, dass so eine typische Versicherung zum Beispiel, also irgendwelche Versicherungsklicks irgendwie locker mal 3 Euro bringen, kann man sich vorstellen, wie stark die Firmen, also die Publisher, versuchen, Behavior Targeting tatsächlich bei sich einzubringen. Das ist natürlich aus Sicht des Users ist das eigentlich eine vollkommene Katastrophe, weil er ja keine vernünftigen Inhalte mehr angezeigt bekommt, sondern er kriegt quasi nur noch die Ergebnisse von irgendwelchen Algorithmen. So, im Prinzip bin ich jetzt auch schon durch. Und würde jetzt für Fragen offen stehen. Das sind meine Kontaktdaten. Also wenn Fragen sind, bitte jetzt. Ja, hallo, ich habe noch eine kleine Frage. Warum wurde Google so wenig erwähnt? Weil Google in Deutschland natürlich also Marktführer ist. Wenn ich die 2 Milliarden erwähnt habe, die in Suchmaschinenmarketing gehen, dann ist natürlich klar, dass diese 2 Milliarden fast zu 100% zu Google fließen. Und weil ich spezifische Themen, also es gibt da sehr schöne Sachen, Keywordless Search zum Beispiel, das heißt, dass die Anzeigen, die bei AdWords dargestellt werden, automatisch generiert werden aus den Suchstrings oder sowas wie vergleichbare Profile, also bei Google gibt es Similar Search, das heißt, ich suche etwas, klicke auf einen Link und es werden dann, wird von Google geguckt, also bei einem anderen User, der Vergleichbares gesucht hat und ein ähnliches Profil hat, wird sozusagen der bezahlte Link dann so positioniert oder nicht so positioniert, aber so gestaltet dynamisch, dass der dann automatisch geklickt wird. Also dass der mit hoher Wahrscheinlichkeit auch geklickt wird. Ich selber bin bei dem Thema Suchmaschinenmarketing ein bisschen zwiegespalten, weil es tatsächlich viele Themen gibt, wo das wirklich funktioniert. Also wo es auch aus Sicht des Users sinnvoll ist, dass es Leute gibt, die dafür bezahlen. Also Seminare zum Beispiel sind so eine Sache, die will man sich einfach nicht aus irgendwelchen ellenlangen Listen raussuchen und so weiter. Ja, hier gibt es eine Frage im Netz. Mehrere User möchten wissen, wie sie sich dann privat im Internet verhalten, wenn sie das alles wissen und ob man sich mit Ghostery dagegen schützen kann. Also ich selber bin recht nachlässig beim Löschen meiner Cookies, weil ich erstens Third-Party-Cookies halt abgeschaltet habe und natürlich permanent recherchieren muss. Aber ich halte tatsächlich Ghostery für eins der besseren Tools, mit dem ich wirklich sagen kann, ich möchte wirklich immer sehen, was da getrackt wird und möchte es bei Gelegenheit ausschalten. Ja, gibt 8 Sekunden. Wie werden eigentlich diese Preise berechnet genau? Also woher wissen die Anbieter, wie effektiv die Werbung ist? Weil wenn ich etwas anklicke, also meistens ist ja Werbung etwas Nerviges, denke ich mir, für die meisten Leute. Und das wissen die Firmen doch. Wie wird das effektiv berechnet, dass sie sagen, okay, das bringt es wirklich? Weil es sind ja eigentlich schon wirklich immense Summen am Ende. Also das ist letztendlich nur ein reiner Marktmechanismus. Also wenn ich gesagt habe, man müsste im Prinzip Opt-in einführen, dann würde tatsächlich natürlich wesentlich weniger Targeting und so weiter stattfinden. Aber wir haben ja eine bestimmte Publizierungsfläche sozusagen. Und da ist es zum Beispiel ganz klar so, die meisten, also gerade bei Bannern und so weiter, wird überhaupt nicht sauber geguckt, ob der User das gesehen hat.
Das wird nur geguckt, ob das ausgeliefert wurde an den Browser. Der Browser wird noch gefragt, ob es dargestellt wurde. Und wenn es außerhalb des sichtbaren Bereichs ist, kümmert es eigentlich keinen. Die Publisher werden natürlich einen Teufel tun und darauf hinweisen, dass dein Banner jetzt leider außerhalb des sichtbaren Bereichs war. Und die Ad-Server-Betreiber werden das auch nicht tun. Die liefern einfach nur die Zahlen an die Agentur, an die Media-Agentur und sagen, hier so und so oft wurde geguckt. Effektiv ist, also es sind ja extrem niedrige Preise momentan. Also wenn Bild.de mit 190 Millionen Visits im Monat 40 Millionen Euro nur im Jahr oder 50 Millionen, das sind halt extrapolierte Zahlen, 50 Millionen Euro im Jahr verdient, dann ist das extrem wenig, zumal wenn man weiß, wie groß diese Online-Abteilung da ist. Das sind einfach momentan viel zu viele Publisher am Markt, um vernünftige Preise zu kriegen. Das heißt, weil die Preise so billig sind, wird immer mehr Werbung geschaltet. Deswegen sehen die Seiten im Großteil der Fälle einfach total hässlich und überfordert aus und überladen, lange und so weiter. Inwiefern gibt es denn Möglichkeiten, abseits der ganzen Cookies Profile zu bilden, zum Beispiel aus der eindeutigen Kennung des Browsers, der Hardware, der Geolokation? Inwiefern wird sowas denn genutzt? Ich denke, viele hier werden bestimmt ihre Browser auf die extremen Privacy-Einstellungen gestellt haben, sprich, lösch alles, wenn ich den Browser zumache. Ja. Da gehen ja die Werbeanbieter dann ein bisschen doof raus, oder? Die gehen natürlich ein bisschen doof raus, aber es schreit im Prinzip ja keiner danach. Das heißt also, das ist ja eine eingeschworene Branche. Das ist etwa das Gleiche wie bei der GfK, die Einschaltquoten. Jeder weiß, dass diese Zahlen vollkommen falsch sind. Und trotzdem behauptet irgendwer, er hätte jetzt 14 Millionen Zuschauer gehabt, was vollkommen absurd ist. Also es gab irgendwie mal einen Studenten, der rausgekriegt hat, dass in Nordrhein-Westfalen 3 Lehrer daran beteiligt sein müssen am GfK-Panel. Weil immer wenn Ferien waren, war plötzlich Dreisat nicht mehr angesehen. Also und das ist im Prinzip das ist eigentlich das Problem, was die alle haben. Alle machen die Augen zu. Und beim Benchmark ist es ja noch, also GfK und IVW und AGOF und so weiter, ist ja ein Benchmark. Das heißt, es wird quasi verglichen, wie viel hat Bild, wie viel hat Spiegel und so weiter. Bei den reinen Ad-Auslieferungen, da sind ja selber Tools drin, die messen. Und häufig sind sogar nochmal dann Tools von dem eigentlichen Kunden drin. Also wenn irgendeine Automarke jetzt einen Banner schaltet bei Spiegel, kann man in vielen Fällen davon ausgehen, dass in dem Banner selber nochmal der Tracking-Code von der Automarke drin ist. Also da war ich auch vollkommen überrascht, dass irgendwie der entsprechende Ad-Server-Betreiber mich fragte, ob denn der Banner-Code noch, also der Tracking-Code noch käme. Und ich so, wieso sollten wir das tun? Also wir vertrauen doch, also wir müssen euren Zahlen da vertrauen und so weiter. Also das ist tatsächlich ein Drama, was da passiert. Würde es Sinn machen, vergleichbar mit den Scoring-Agenturen, entsprechend die eigenen Daten abfragen zu lassen? Also sprich, anschreiben, gib mir sämtliche Daten über mich und eventuell sogar versuchen zu sagen, bitte nicht mehr speichern nach Paragraf so und so. Da muss ich ehrlich gestehen, ich würde jetzt ad hoc sagen, ja, es würde Sinn machen. Ich habe aber mich mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt. Also es wäre tatsächlich interessant, ob jemand wie Nugget zum Beispiel, wenn ich da drauf gehe, ich glaube mal gelesen zu haben, dass Nugget das sogar anbietet. Also Google bietet das ja an und im Prinzip wäre das erstmal die grundlegende Forderung, dass man das könnte. Was aber auch wieder bedeuten würde, ist ja auch wieder ein Opt-out letztendlich, was ja auch wieder bedeuten würde, ich habe meine Cookies eben nicht gelöscht. Sehe ich das richtig, dass die IP-Adresse bei den ganzen Werbetreibenden so gut wie keine Rolle spielt, sondern das meistens über Cookies und andere Dienste geht? Ja, also die IP-Adresse wird eigentlich in den meisten Fällen für die Lokalisierung verwendet, also für Geolocation. Das ist
eigentlich bei allen großen Tracking-Tools und auch bei den Werbenetzwerken inzwischen Usus. Meine Erfahrung ist auch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache es seit 15 Jahren und seit Ewigkeiten gibt es die Aussage, also es gibt das deutsche Gesetz, dass IP-Nummern anonymisiert werden müssen. Ich habe bisher noch kein einziges Serverlog gesehen, wo das passiert ist. Also das Standard Apache Logfile-Format Combined ist Default und wird immer verwendet. Und im Prinzip, ich sehe hier so viele Leute, die mit hoher Wahrscheinlichkeit für mehrere Webserver verantwortlich sind. Und eigentlich wäre es mal ganz schön, dass jeder mal, wenn ihr wieder nach Hause fahrt, einmal in die Apache-Konfiguration geht und die Logfiles eigentlich komplett rausnimmt. Weil irgendwelche Tools, um irgendwelche Angriffe zu entdecken, die müssen ja sowieso vorher schon laufen. Die sollte man nicht erst im Logfile sehen können, weil wenn die Serverlast bei 15 ist, dann kommt man da eh nicht mehr rein. Danke. Eine Frage. Kennst du eine Situation, wo ein Bürger hat eine Reklame oder Lawsuit zu einer Firma für die Information, die hat genommen, die Firma? Kennst du eine Situation oder was muss der Gesetz verändern, für die Leute nicht diese Angst von Statistik von Firmen zu haben, ne? Oder so ein Cookies löschen oder. Also was müsste im Prinzip gegeben sein, damit die User in Zukunft keine Angst mehr vor Targeting, Retargeting und so weiter haben? Die Antwort ist relativ einfach: Opt-in. Also im Prinzip das, was jetzt die EU-Richtlinie entworfen hat, dass in dem Augenblick, wo ich personalisierte oder auch nur anonymisierte Daten speichern will, dass der User da eigentlich gefragt werden muss, ob er das gestattet. Das ist eigentlich die Sache, die kommen muss. Letztendlich ist es für die Firmen, also sei es jetzt Nugget oder sonst irgendwas, oder für die ganze Werbebranche, ist das auch überhaupt kein Problem. Weil sie können dann wieder lauter Programme machen, wie sie User dazu kriegen, dieses Opt-in zu machen. Also sie können alle möglichen Games sich ausdenken und so weiter. Und dieses Opt-in muss kommen und nach meiner Meinung ist es auch die einzige Chance, die tatsächlich funktioniert. Kurz noch zur GfK-Sache, da gibt es einen sehr schönen Spielfilm zu, Free Rainer, da manipuliert er irgendwie ein paar GfK-Boxen und verändert damit das komplette Fernsehprogramm in Deutschland. Meine Frage, gibt es ein Tool, das irgendwie Cookie-Sharing betreibt, also dass man sagt, okay, ich benutze... also dass alle... Ich starte meinen Webbrowser, hole mir von irgendeinem anderen Dienstleister irgendwie ein Profil, surf dann damit, schließe dann meinen Browser, lade das Profil hoch und irgendjemand anderes kann es dann weiter benutzen und dann kann man die komplett schön verarschen. Ja, nee, das, so ein Tool kenne ich nicht, dürfte aber relativ leicht zu bauen sein. Aber sehr lustig. Also es gab so Scrambler mal mehrfach, also die einfach irgendwelche Pseudo-IDs da reinschreiben und so weiter, was natürlich die Server dann extrem verunsichert, wenn sie irgendeine ID finden, die sie gar nicht kennen und dergleichen, die sie nie ausgegeben haben. Das ist natürlich relativ lustig. Aber ich finde das auf jeden Fall eine gute Idee. Das ist, im Prinzip könnte man das wirklich über so ein Peer-to-Peer-System machen. Hast du mal einen Cookie für irgendwelche Frauenbelange oder für Post-Privacy oder sonst irgendwas? Ja, eine Frage aus dem Netz. Ja, es gibt die Frage, ob man die Cookies einfach nicht durch den Browser abschalten kann und die JavaScripte ebenso und damit aus dieser Bredouille rauskommt. Okay, also nochmal die Frage, jetzt habe ich vergessen.
Okay, die Frage aus dem Chat war einfach, ob man durch das Abschalten der Cookies im Browser und der JavaScripte aus diesem Dilemma rauskommt? Prinzipiell ja. Das Problem ist halt einfach, dass das Surfen dadurch extrem unflexibel wird. Also das ist wirklich, letztendlich kann man, also es gibt natürlich, also wahrscheinlich auch unter dem Auditorium lauter Leute, die ihren Button für JavaScript ein aus, Cookie ein aus und so weiter haben, aber effektiv darf man sich nichts vormachen, für Otto Normalverbraucher ist das nicht nachvollziehbar und es ist eigentlich auch kaum handelbar. In der vorherigen Frage wurden schon diverse EU-Richtlinien angesprochen, die entscheidend noch nicht implementiert sind. Mhm. Was ist denn gerade die gesetzliche Lage in Deutschland, vor allem auch in Bezug auf solche Sachen wie Zombie-Cookies, die sich selbst wieder regenerieren, nachdem sie getötet wurden? Was ist eigentlich erlaubt und was wird auch gemacht und kontrolliert das überhaupt irgendwer, was gemacht wird? Also mein Eindruck ist, also ich sagte es ja schon bei den IP-Adressen, also wenn selbst die damalige Justizministerin Schwierigkeiten hat, ihre IP-Adressen zu löschen im Logfile, dann ist eigentlich klar, wir haben überhaupt kein Instrument, kein vernünftiges Verfahren, wie man den Schutz der Privatsphäre tatsächlich gewährleistet. Also ich hatte es gesagt, Nugget wurde zertifiziert vom Datenschutzbeauftragten und das bedeutet im Endeffekt, dass keine persönlichen Daten in diesen Profilen stehen. Nun kann ich aber, also kann ich zum Beispiel bei Omniture, also bei Adobe Omniture, beim Tracking-Tool-Anbieter, kann ich meine Rohdaten runterziehen. Die werden tatsächlich, diese Rohdaten werden nie gelöscht. Das heißt, ich bin 10 Jahre Omniture-Kunde als XY, dann habe ich auf 10 Jahre Rohdaten Zugriff und aus diesen Rohdaten kann ich alles Mögliche generieren. Und wenn ich jetzt noch andere Daten einkaufe, von irgendwo anders her, dann kann ich tatsächlich auch rauskriegen, dass das René Meißner war, der da gerade bei sowieso war. Und das ist im Prinzip das Problem. Wir haben kein vernünftiges Werkzeug und selbst wenn jetzt sowas wie Datenschutz in Schleswig-Holstein, wenn da gesagt wird, Facebook muss, der Share-Button muss von der Seite runter, weil nicht klar ist, wie Facebook damit umgeht. Ob der da drauf ist oder nicht, das scheint ja offensichtlich niemanden zu kümmern, obwohl eigentlich auch ohne diesen Datenschutzbeauftragten eine Behörde und so weiter schon von vornherein hätte sagen müssen, wir wissen nicht, was mit diesen Daten passiert, also dürfen wir es nicht machen. Weil effektiv ist der Webseitenbetreiber dafür da mit den Daten vernünftig umzugehen. Und wenn die irgendwo anders hingehen, dann kann er das eben nicht. Also dann war es das. Hallo? Ich fand das Thema sehr interessant, habe aber mal eine Mediafrage. Und zwar, das ist ja jetzt dein Business, damit verdienst du ja Geld, Leute zu beraten, Webstatistiken zu erstellen. Welche Motivation hattest du für den Vortrag? Weil im Zweifelsfall hast du ja Teile deiner Kunden jetzt hier gesagt, die machen eigentlich keine guten Sachen mit den Daten. Würde mich mal interessieren. Also meine eigene Motivation ist, also ich hab 1996 einen Artikel über Cookies geschrieben, in der CT damals, Faulos Backwerk, und bin eine Woche später nach Berlin gezogen, habe bei Pixelpark angefangen und das Erste, was mir begegnete, war ein Konrad Electronics Projekt und ich saß da und habe gesagt, ach, für dieses ganze Session-Handling, da können wir doch diese Cookies nehmen. Und da meinten die, um Himmels Willen, bist du denn wahnsinnig, hast du denn den Artikel nicht gelesen? So. Meine Motivation ist ganz klar. Ich verlange, dass die User gefragt werden, wenn Daten gespeichert werden und wenn daraus ein Mehrwert gezogen wird. Weil meine Daten sind etwas wert und ich erzähle allen meinen Kunden, dass das prinzipiell immer Datenvermeidung das erste Gebot sein sollte. Und das funktioniert auch. Das ist vollkommen erstaunlich. Normalerweise läuft es so, der Kunde sagt, kann man dann das und das erfassen? So, und da sitzt dann ein Projektmanager und ein Techniker und ein Accounter, sitzt im Meetingraum, gucken alle den Techniker an und der sagt, kann man. So. Und dann geht der Kunde und dann sitzen sie zusammen und dann sagt der Techniker, vielleicht sollten wir das nicht tun. Da sagt der Projektmanager, aber warum denn nicht? Denn der Kunde will das doch. Der Kunde hat eigentlich nur gefragt, kann man das?
Und der Techniker hat wahrheitsgemäß gesagt, ja. Wenn ich mit meinen Kunden spreche, also mit McDonald's zum Beispiel, dann sage ich, ich möchte Opt-in haben. So, und dann sagt McDonald's erstmal, also Projektmanagement sagt erstmal, um Himmels Willen bist du wahnsinnig. Und dann wird das aber als Entscheidungsvorlage an den Kunden gegeben und dann einigt man sich möglicherweise irgendwann im Laufe irgendwelcher Projekte auf Opt-out oder sonst irgendwas, weil es sonst zu kompliziert ist oder ähnliches. Aber prinzipiell sind die meisten Kunden offen dafür. Jetzt rede ich aber von normalen Kunden, ich rede nicht von Nugget oder Vergleichbaren, die explizit damit ihr Geld verdienen. Das heißt also, an der Stelle ist tatsächlich die Bereitschaft, sparsam mit Daten umzugehen, natürlich weise nicht gegeben, weil dann würden sie sparsam mit ihrem wertvollsten Gut umgehen. Tools wie Adblock Plus oder NoScript, ist das in der Szene irgendwie ein Problem oder ein Thema? Nee, ist es nicht. Also es gibt momentan keinerlei vernünftige, valide Zahlen darüber, wie viele Leute dadurch verloren gehen. Ich selber versuche da immer Recherche zu machen. Das ist natürlicherweise ein bisschen kompliziert. Das heißt, das einzige Verfahren, was man quasi hätte, um das rauszukriegen, also zwei Verfahren, einerseits eine Umfrage, die meistens keine vernünftigen Zahlen gibt, oder halt Fingerprint. Also das heißt, anhand des Browser-Fingerabdrucks zu gucken, war der schon mal da. Das ist aber nur sinnvoll, wenn es Sites sind, die 5 Millionen User haben, und ich packe natürlich auf keine Site irgendein Fingerprint-System, um das rauszukriegen. Das hängt natürlich sehr stark auch davon ab, wo bewege ich mich. Also habe ich irgendwie 30% der Leute, die reinkommen, die über Facebook reinkommen oder vorher und nachher bei Facebook sind, weiß ich eigentlich, dass 100% der Leute oder 99% der Leute keine Cookies löschen, weil sie so nervös sind, dass sie am Tag 20 Mal bei Facebook sein wollen oder sind, und spätestens nach dem 10. Mal würden sie sich sagen, okay, ich lasse jetzt doch die Cookies, weil ich muss mich ja permanent anmelden. Und insofern, aber es gibt darüber keine Zahlen. Ich habe zwei Fragen, und zwar, es gab einmal die Info, dass Apple plant, da Add-in-Apps zu machen, und dafür dann also die kompletten Daten, die sie von ihren Benutzern haben können, sprich Bewegungsdaten, alles, was die bei iTunes machen, auch teilweise die Kontakte, da mitzuverwerten und also potenziellen Firmen zu verkaufen. Gibt es da Infos, wie weit das fortgeschritten ist? Erste Frage, und die zweite, gibt es Infos, inwiefern für Werbezwecke jetzt zum Beispiel Daten, die Smartphones ziehen können über Android und über iOS, die dann das Telefonbuch betreffen, also die Kontakte desjenigen, wird das verwendet in der Werbung? Normalerweise wird das nicht verwendet. Es ist auch für einen Werbetreibenden ist meistens die Stelle nicht interessant. Das ist in dem Augenblick, wo ich quasi Lead-Generierung, also Kontaktdaten haben will und die weiterverkaufen will. Es sah ja eine Zeit lang so aus, als ob das relativ häufig passieren wird in Zukunft. Aber die Tatsache, dass die Leute da so sensibel sind und mitsniffen und so weiter, führt eigentlich dazu, dass es relativ selten verwendet wird. Aber prinzipiell, also ich hatte ja Adobe Omniture zum Beispiel erwähnt, wo ich offline, online tracken kann und so weiter. Auch da ist es so, prinzipiell wäre mir das möglich, das Adressbuch oder Sonstiges auch zu lesen. Also entweder über Hacks, über Sicherheitslücken oder halt direkt über die Abfrage. Offiziell auch, gibt eine API, genau. Und da wird auch von Adobe oder Omniture wird irgendwie nicht gesagt, nein, Moment mal, du bist ja Webtracking-Tool, wir schicken jetzt da keine Kontaktdaten rein. Wenn es denn so schwierig ist, diese ganzen Sachen abzustellen für Tante Erna und all die anderen, dann wäre es doch vielleicht eine bessere Idee, die Gewinne zurückzuführen und die Tante Erna zu beteiligen an den ganzen Werbemaßnahmen. Na, sie werden ja indirekt schon beteiligt, weil ja die, das Marketing selber fließt ja in, also ist ja sozusagen Teil der Produktkosten, und die tragen aber sowohl die Offliner als auch die Onliner.
so, das ist jetzt natürlich unfair den Offlinern gegenüber, dass die Werbekosten für die Online. Und momentan ist es ja auch so, dass Internet tatsächlich nach und nach allen anderen Werbemedien den Rang abläuft. Und man wird halt gucken müssen, was jetzt mit Google TV oder irgendwelchen internetfähigen TVs nochmal passiert. Das wird auf jeden Fall nochmal spannend zu gucken, was da ist. Aber effektiv ist der Firmenwert von Nugget, der liegt ja in der Datenbank, der ist ja noch nicht valuiert. Und das ist eigentlich das große Problem. Da liegt ein Riesenschatz, auch bei Facebook und bei Google liegt ein Riesenschatz und niemand vergisst diese Daten und diese Daten werden irgendwann valuiert werden. Wenn der Kurs von Google runtergeht, dann werden die ersten Aktionäre schreien und sagen, ja, jetzt verkauf doch mal die Daten an die Versicherung. Weil Versicherung ist natürlich explizit interessiert an meinem Lebenswandel. Verkauf die Daten, du weißt, wer das ist und so weiter und so fort, verkauf das. So. Ja, es gibt noch eine Frage aus dem Netz. Im Chat ist einiges aufgelaufen, das passt auch gerade dazu. Welche Firmen sind denn schon bekannt, Profildaten über Facebook zu kaufen, die angelaufen sind? Und ob es nicht eine Möglichkeit wäre, eine Verwertungsgesellschaft für persönliche Daten zu gründen, um das Problem zu lösen? Okay, zur ersten Frage, welche Firmen sind bekannt? Es ging heute rum, ich habe das aber nicht weiter nachvollziehen können, dass tatsächlich Versicherungen Zugriff haben auf Facebook-Daten. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass das noch nicht der Fall ist, aber es wird auf jeden Fall kommen. Und eine Verwertungsgesellschaft für persönliche Daten finde ich eine lustige Idee. Ich bin dann aber doch eher der Meinung, dass man die Erhebung verhindern sollte. Also. Ich habe eine Frage und zwar, ich bin selber Webpublisher und ich sammle nicht diese ganzen Daten, die Sie angesprochen haben, aber ich habe experimentiert mit Affiliate-Links, die hatten ja Zahlungsangesprochen und ich habe gemerkt, dass da sehr viele Daten auf der Strecke bleiben oder dass es sehr viele schwarze Schafe gibt, also man zahlt sind dann bis zu 90%, die letzten 10% sind dann wahrscheinlich seriös oder das funktioniert auch und dann habe ich die Erfahrung gemacht mit Google AdSense. Da läuft es offensichtlich, also diese Conversion Rate ist deutlich besser als alles andere, was ich irgendwie rausbekommen habe. Woran liegt es bei Google oder ist es einfach, lässt sich da Google nicht in die Karten gucken? Oder ich sehe da auch so eine Gefahr, dass einfach Google das alles intern macht. Der hat ja alle Tools sozusagen, was Sie jetzt beschrieben haben mit mehreren Anbietern. Was können Sie dazu sagen? Also prinzipiell halte ich den ganzen Affiliate-Bereich auch für einen grau- bis dunkelgrau-Bereich. Also man kann sich mal den Spaß machen und sich so eine Affiliate-Firma angucken und sich angucken, wer sitzt da eigentlich im Vorstand, in der Geschäftsführung und guckt sich dann deren privaten Homepages an und stellt fest, dass da auf der Seite 500 Affiliate-Links sind, seltsamerweise. Also das ist wirklich, also nach meiner Meinung sind es eigentlich alles Spammer, die da sind. Also das ist durch die Bank weg. Ich wüsste auch nicht, warum eine automatisch generierte Seite, die lauter Affiliate-Links hat und von irgendwo Content klaut und sonst irgendwas, warum die irgendwie vertrauenswürdig für den User sein soll, warum die irgendeinen Mehrwert hat. Und natürlich ist es so, dass Google tatsächlich die auch immer mehr blockt und filtert und so weiter und so fort, was natürlich auch daran liegen kann, dass Google diesen Umsatz haben möchte, der da ist. Prinzipiell ist die Engine, also die Targeting-Engine von Google einfach hervorragend, abgesehen von irgendwelchen Miss-Sachen, ich weiß gar nicht, bei irgendeinem Amoklauf gab es dann mal irgendwelche Anzeigen, die wirklich unpassend waren. Aber prinzipiell ist die einfach gut und deswegen klicken da auch viele Leute und es scheint so zu sein, dass bei vielen Usern nach wie vor Google ein hohes Vertrauen genießt. Aber Google verdient inzwischen, glaube ich, mindestens genauso viel mit Double-Click und das ist der klassische Banner. Ja. Ich möchte erstmal sagen, ich finde diese Diskussion ja schon sehr spannend. Wir sind jetzt auch schon 5 Minuten über Zeit. Ich habe noch ein paar Minuten zusätzlich bekommen für die Diskussion. Schön. Aber um das jetzt nicht allzu weit auf die Spitze zu treiben, muss ich jetzt leider die letzten 3 Fragen ansagen. Okay. So, bitte? Ja, da Sie
die Sache mit den fallenden Kursen zum Beispiel angesprochen haben bei Google, dass dann eventuell Daten erst rausgeholt werden, die bisher noch gar nicht bekannt sind. Was glauben Sie denn, wie die ganze Sache aussieht? Haben wir schon verloren? Werden wir noch verlieren? Oder sind wir noch zu retten? Naja, wenn wir hier dieses Verfahren mit dem Cookie Peer-to-Peer machen, dann hätten wir, glaube ich, noch eine gute Chance, die ganzen Profile zu zerstören oder zu verschlechtern. Im Prinzip ist es sowohl in den Staaten als auch in Europa momentan so, dass die Politiker gerade erst aufwachen. Deswegen gibt es die EU-Richtlinie, deswegen wird die in Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Deutschland Gesetz, egal wie sehr da irgendwelche Lobbys gegen agieren. Die Politiker haben eigentlich ein natives Interesse daran, dass diese Daten nicht in irgendwelchen Datenbanken liegen, weil sie irgendwann Innenminister werden wollen oder Bundeskanzler. Und es kann nicht sein, dass dann Facebook lauter Dinge über sie weiß oder Google. Ich habe eine Frage über Refer. Ist das nützvoll, um das anzuhalten? Zu blocken? Zu blocken. Und ein zweites, Adblock, gibt es auch solche Privacy Enhancements? Ist das auch nützvoll? Oder? Also Referrer blocken ist prinzipiell eine gute Idee. Es ist inzwischen so, dass die meisten Netzwerke trotzdem funktionieren, also die irgendwelche dynamischen Systeme und so weiter, dynamische Server funktionieren trotzdem, weil sie einfach sehen, dass ansonsten schließen sie genug Leute aus. Also Firefox gibt es Add-ons für Referrer-Blocken. Viele Leute verwenden irgendwie Rechtsklick, um einen neuen Tab aufzumachen, dann ist der Referrer auch weg und so weiter und so fort. Das ist im Prinzip eine gute Sache. Und irgendwelche Adblock-Geschichten sind natürlich auch sinnvoll. Also auch um die Privacy zu schützen, logischerweise. Also ich selber verwende die jetzt nicht. Ich habe nur einen Flash-Blocker, weil sonst geht mein Rechner in die Knie, wenn ich irgendwie 20 Tabs aufhabe. Aber ja, und jetzt die letzte Frage für den heutigen Abend. Wenn ich mir die ganze Diskussion so anschaue, dann denke ich, dass die Werbung so ein großes Problem ist. Also sie nervt zum einen, zum anderen die ganze Datensammlung, die da gemacht werden, die sind häufig für irgendwelche Werbetreibenden. Und im Wesentlichen wollen die Webseitenbetreiber die Werbung haben, um Geld zu verdienen. Ja. Also im Wesentlichen benutzen wir die Werbung, um Geld von uns, die wir mit den Produkten, mit den teureren Produkten bezahlen, um mit dieses Geld zu den Website-Betreibern zu kommen. Angenommen, wir hätten ein Micropayment-System, das gut funktioniert. Könnten wir dann mit diesem Micropayment-System die Werbung obsolet machen? Naja, Werbung basiert ja prinzipiell erstmal darauf, dass Dinge einen Markenwert haben. Und je höher dieser Markenwert ist, desto höher kann ich die Produkte verkaufen, desto mehr Gewinn mache ich letztendlich. Also deutlich zu sehen an Apple mit 30% Marge, das schafft einfach in dem produzierenden Gewerbe sonst keiner. Ich glaube, dass Micropayment eher sinnvoll ist für die Publisher. Das heißt also, wenn man sich heute Flatter anguckt, wenn man sich anguckt, welche Podcasts, welche Blogs inzwischen wenigstens sozusagen ihre 5er-Groschen bekommen darüber und wie dadurch die Qualität steigt, glaube ich, dass das eher der Weg ist, dass jemand wie Tim Pritlove tatsächlich seine Sites ohne Werbung betreiben kann. Und damit wird ja der verfügbare Raum für Werbung auch eingeschränkt und damit steigt tatsächlich auch der Preis für Werbung, den die Bild zum Beispiel oder Spiegel bekommt, weil einfach nicht mehr so viel Platz da ist. Also ich glaube, da ist die Zukunft fürs Micropayment.